Yeah, herzlich willkommen zu unserem YouTube Review zu Handball 21. Können wir dann gleich rausschneiden. Dings mal, obwohl kann man echt nur Offstream machen. Ich glaube, so viel Reviews zu Handball 21 gibt es im Netz nicht. Ich komme einfach auch gar nicht, irgendwie, die reagieren halt gar nicht auf diese, was ganz gut ist, man kann so Kreis anspielen und so, ist eigentlich ganz cool. Aber so eigentlich so, nee, mit Controller alles. PlayStation mit Controller. Wow, das ist ja interessant. Wie viel mir ist. Naja, ist aber richtig schlecht, ja, ist nur so aus Gag, weil wir viele Handballjungs noch haben. Ist schon richtig schlecht. Also was sie echt neu gemacht haben, ist My Team, ja. Timo, das wirst du auch nicht kennen. Also Team anpassen kannst du halt richtig schick vom Ball bis zu weiß ich was. Aber wo sind denn die Karten? Hier. Kannst halt hier eigene Karten. Hier, da sind die. Guck mal, das sieht so ein bisschen aus wie NFL, oder? Geil, kann man da Packs ziehen? Nee, ich glaube nicht, aber du kannst Transfermarkt machen. Also kannst Spieler Tatsache verkaufen. Ich habe, weiß jetzt Tatsache noch nicht mal, wie man an eigene Packs, an neue Karten rankommt, ehrlich gesagt. Ich habe nur gesehen, dass man welche verkaufen kann. Man kann es halt hier schön alle aufstellen. Was halt gut ist, die ganzen Lizenzen sind wieder am Start, ne? Das ist alles gar nicht so übel. Sorgt hier Michael Hansen. Wo ist der von Handewitt? Sieht interessant aus. Ach, Patrick, nee, lass bloß die Finger. Es soll eine klare Warnung sein. Das ist wirklich vom Gameplay ganz schlimm. Hab heute Cyberpunk mit Tastatur probiert. Ach, ich bin so lost in Cyberpunk. Ach, Falke, mach doch einfach besser deine Talks, oder? Da hast du doch auch viel mehr Zuschauer. Obwohl, ich gucke dir auch gerne beim Spielen zu. Und Cyberpunk selber habe ich noch nicht, habe ich erstmal zurückgestellt, bis es irgendwie bugfrei sein wird. Aber mit Tastatur, also auf dem PC mit Tastatur. Nee, das könnte ich auch nicht. So. Herausforderungen, Steuerung, Optionen, Partner, eigene Sammlung. Eigene Sammlung? Ach so, hier. Timo, Packs. Eigene Booster Packs. Booster Packs kaufen. Oder? Da warte ich auf die PS5-Version. Von Cyberpunk, ja, ich auch. Aber Tatsache nur für Ingame-Währung. Guck mal, wir haben Tatsache, wir könnten Tatsache ein Pack kaufen, aber ich weiß halt noch nicht. Was ein Booster-Pack jetzt, was da drin sein kann. Ob da jetzt Spielerkarten drin sind oder ob da nur so irgendwelche andere Quatsch drin ist. Und jetzt gibt es hier kein PSG-Booster-Pack, gibt es zumindest nicht. Packs! Ich komme es verrecken. Nee, ich auch nicht, Falke. Also Tastatur. Nur bei World of Warcraft. Ansonsten spiele ich ja auch den Rest auch nur auf Konsole. Ich habe aber nur 4.488 Packs. Pack-Opening. Ja, aber man kann nichts. Also einen Shop habe ich hier nicht gefunden. Kein Pay-to-Win. Du musst hier, glaube ich, alles erspielen, wenn ich so richtig sehe. Aber du hast doch eine PlayStation, Falke, oder? Du hast doch hier Fall Guys oder so. Hast du das nicht auf der PlayStation gespielt? Könntest du doch dann. Aber gut, jetzt hast du das für einen PC. Ja, Cyberpunk, ne? So, Option. Also ist so Matchlänge, 5 Minuten Minimum. Amateur-Schwierigkeit ist das niedrigste. Semi-Profi-Profi, also es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Wir machen den niedrigsten. Vom Platz geschickt mit. Also steht nicht on-off, sondern ohne mit. Ermüdung mit, passives Spiel mit. Vibration aktivieren, okay.
Abwehrunterstützung, automatische Abwehr, Wandbewegung, automatisch stoßen, blocken. Also es ist schon ein bisschen mehr einzustellen. Soundeffekte, Kamera. Jo, so viel dazu. Steuerung ist halt, bewegen, sprinten ist R2. Und dann wird es schon teilweise auch recht komplex. Also L1, R1, L1 Bodenpass, R1 Pass über die Köpfe. X zum Passen, Dreieck aufs Tor werfen und dann L. Aber dieses Zielen, das geht halt einfach gar nicht. Sprungwurf, halte im Wurf L2 gedrückt, um einen Sprung auszuführen. Also es ist richtig schwierig. Wie kein Pay to Win, wir leben noch. Ja, komisch, oder? Haben sie irgendwie vergessen. 22,90 gerade für PC, weil sind Cyberpunk gleich. Ach so. Ist auch ein Rechner, den ich spielen kann. Ja. Ja, gut, dann hol dir doch einen. Du kannst dir doch für den PC einen Microsoft-Controller. Gibt doch die Xbox-Controller. Gibt doch gute für den PC. Ist doch kompatibel auch. Xbox One-Controller einfach holen. So, Liga neu habe ich jetzt noch nicht. Liga-Modus habe ich noch nicht gestartet. Höchste Berlin erstmal voreingestellt, 20 Teams. Also wie gesagt, alle Lizenzen sind am Start. Wir haben hier die Liqui Moly Handball-Bundesliga. Wir haben die zweite Handball-Bundesliga. Wir haben Asobal, ist wahrscheinlich Spanien, oder? Club Ademar? Nee, das ist Spanien. Ach doch, erste, zweite spanische Liga. Aalborg klingt nach Dänemark. Aalborg Handball. S-Division Herra, Kopenhagen, klingt nach, oh scheiße, jetzt kommt Erdkunde. Na, ihr wisst schon. Peking, Superliga, Polska, okay, Polen 1, Polen 2, Lidl Star League, Cesaron, klingt nach Frankreich. Und für, also es sind eine Menge Lizenzen da. Man sieht die Flaggen wo? Ach, da, lol. Schau, nicht schlecht. Ja, Dänemark war richtig, Polen war richtig. Frankreich, Frankreich, Deutschland, Deutschland. Spanien, aber... In England gibt es wohl keine Handball, oder? So, was ist der Unterschied zwischen Solo und schnelles Match? Solo. Diesen Modus managst du ein Team um es an die Spitze. Also Solo ist eigentlich Karrieremodus dann scheinbar. Ja, da unten steht es ja auch. Solo-Modus. Warum schreiben sie da nicht vorne auch Karriere? My Team ist sicherlich schon das Spannendste, aber man kriegt auch im schnellen Match, glaube ich, Münzen. Und da ist leider dann alles, was bisher vielleicht ganz nett aussah, für die Cuts. Weil der BS4-Kunde geht meist... Ach so, Wort, egal, was ich spiele. Falke muss noch viel lernen. Stimmt, im Mangas wäre nicht schlecht für ihn. Weil da könnt ihr halt viel auch diskutieren und reden. Soweit ich das mitgekriegt habe. Na, da müsst ihr ja. Also wir nehmen mal jetzt die Füchse Berlin und dann gucken wir mal. PSG hat Timo gesagt. Aber wie hieß die Truppe? Boxen, Raphael, Trambe, müssen wir. Nein, wir kriegen eine Hand bei 21 ein Follow. Achso, viel, viel News. Er war schon da. Ich wollte mich schon erschrecken. Ren, Chambry. Danke fürs Follow natürlich. War sicherlich ein Fehler für mich als Gaming, als hatte mich gereizt. Echt? Nee, Cyberpunk. Musst du uns vorher fragen, Falke. Cyberpunk ist halt wirklich ein Flop-Release gewesen. Montpellier PSG hat er gesagt. Nee, die sind 92. Ich verliere sowieso, weil ich ja... Du kannst es gar nicht spielen. Also ich bin echt zu blöde. Wir gehen mal in eine schlechte Liga. Wir gehen mal in die zweite Deutsche und gucken mal nach was. Erzgebirgischer Handballverein. 69. Dormhagen, TuS Ferndorf. Rot. TuS Lübbecke. Rot und Grün kann man wenigstens gut unterscheiden. So. Teammanagement. Sporten. Man kann sogar noch die Halle aussuchen. Gymnasium, Deportivo Center.
Parkett sieht ganz hübsch aus. Aber grün nicht. Das Parkett mit rot, aber da sehe ich die roten Gegner schlecht. Dann also nehmen wir mal dieses blaue. So, Teammanagement. Dann kannst du theoretisch noch aufstellen. Teilweise verlieren die so massiv Ausdauer im Game und ich vergesse immer, in-game umzutauschen. Next time frage ich. Genau. In der Nähe wohne ich von Lübecke. Echt? Lausi, grüß dich. Ah, bei Handball kommt Lausi rein. Handball-Schiedsrichter, kann ich mich noch erinnern. Dann rein in die Olga. Among Us habe ich schon oft im Spiel. Klar, das ist kein Ding. Ach so. Aber im Stream auch? Habe ich noch nicht gesehen. Zu langweilig? Ach so. Also ich mag das ja auch. Habe es noch nie gespielt und auch noch nie gestreamt. Heike ist, glaube ich, sogar auf dem Discord. So, egal. Wir gehen mal rein in die Olga. Wie Timo so schön sagt, ist 2:30. Schnelles Match und ihr werdet so erschrocken sein. Es ist einfach schlimm. Oder ich bin einfach zu dumm. Also so die Details wie Foul vortäuschen und Angriff provozieren. Werfen und Anhit. Also Dreieck ist Werfen. L2 soll eigentlich ein Sprungwurf sein. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlecht die Animationen gleich sind. Es ist einfach wirklich schlecht. Bin echt gespannt. Nee, dann nimmst du dein Follow gleich zurück, Vivinius. Ist wirklich ganz schlimm. Sieht immer noch alles einigermaßen aus, aber es ist einfach ganz schlimm gleich. Das ist auch sogar noch ganz hübsch gemacht. Guck mal, Olevide. Mit dem ist mein Patenkind auf die Berufsschule gegangen. Ich komme mit NHL auch nur klar. Hat echt Bock aufs Game, mal Spiel 5 Minuten krieg nichts hin und verliere ist. Auch noch, ich spiele noch aktiv alte Herren mit Herren 40 plus und hoffe so sehr, dass es irgendwann mal wieder weitergeht mit Training und überhaupt fehlt mir so komplett. So, über Kopfpass R1, Bodenpass L1. Jetzt drücke ich L1. Er macht einfach nichts. Das verstehe ich halt schon wieder nicht. Hui! Wie man so rumlaufen kann. Also man kann dann immer passen. Man kann aber sogar Spielzüge eingeben. Ich will die Hilfemaus blenden. Also, wir haben gesagt, mit 3 kann ich werfen. Werfe ich? Passiert sowas. Haben wir Glück gehabt, den Ball zurückbekommen. Wie scheiße das aussieht, oder? Und vor allen Dingen, jetzt haben wir Zeitspiel. Und was neu ist, wenn du die Abwehr... Guck mal, man kann mit dem linken Stick, siehst du, kann ich die komplette Abwehr verschieben. Kannst aber halt... Ich mache jetzt einfach Sprungwurf. Wird einfach geblockt. Also das ist wirklich für... Echt... Kannst halt auch zum Block nicht hochspringen. Ich drück wie blöde Blocken. Ah, schönes Replay jetzt. War abgestanden übrigens. Kein Tor. Gibt eine Trophäe. Bleibe das ganze Spiel über in Führung. Kriege ich nie, weil ich nie ein Tor treffe. Mal einen der Rückkommensspieler und setzt zum Sprung. Ja, habe ich eben. Die machen halt immer nicht so. Was ganz gut ist mit der Abwehr schieben, das finde ich gar nicht schlecht. Du siehst, weil die sich alle parallel schieben. Und das Kreisanspiel klappt auch. Aber der dreht sich immer nicht zum Tor und wirft, sondern der dreht sich immer wieder in die andere Richtung. Oder ich bin halt irgendwie einfach zu blöde. Da war der Sprungwurf. Und bei Weekend League. Ja, das wär's, oder? Ah. Facebook tilt dann völlig. 2 Zuschauer, weil... Oh, was macht der Torwart da? Oder habe ich den jetzt manuell gestorben? Guck mal, er guckt zur Ecke immer noch. Was ist die Wende? 1:3. Der Kreis steht halt auch manchmal schön vor. Jetzt ist X an Kreis. Und auf Prallwurf. Jetzt Vorführeffekt. Jetzt klappt es auch noch.
Sehr geil. Danach gehen wir safe in Online-Spiel, ich lach mich tot. Weil einfach mal zu sehen, ob andere menschliche Gegner das können. Oh, Keeper. Zuschauerzahl ist übrigens gestiegen. Wie geil. Jetzt geht's los. Ja, ich habe halt jetzt 5 Minuten, ist wohl ein bisschen zu kurz. Wir können mal ins Teammanagement gehen. Die Füchse einfach zurück nach 30 Minuten, 2-3. Und guck mal hier, Rückraum links, Goyun, richtig platt. Rückraum links, also man kann halt immer auch fliegende Wechsel im Game machen irgendwie. 1,96 Meter, den bringen wir jetzt. Hier in den! Lasse Andersen bringen wir, Timo. Rückraum links. Hat er das jetzt gemacht? Doch, da steht jetzt Auswechslung, ja. Mal gucken. Der hat die. Lasse Andersen hat die. Die 76. Nee, ist die Wertung. Welche Rückennummer hat der denn? Ah, jetzt hat er es gemacht. Okay, der hat die 11. Ist der Halbzeit. Yippie. Ich will das jetzt auch spielen. Ich guck mal, ob es im Sale ist. Nee, das ist vorbei. Das gab es echt für 22 oder so. Ich will das jetzt auch spielen. Ich weiß halt einfach nicht, warum springen sie nicht zum Block? Ich bin halt zu doof. L3, warte. Sprinten, passen. Aufwurf, ich brauche. Achso, das zeigt jetzt. Spielzüge gibt es ja auch. Das zeigt ja nur an, wenn. Ich krieg schon mehr Zeit. So, halt, stopp. Blocken, Dreieck. Sie springen halt nicht. Ich glaube, man muss immer raufgehen und wie mit Quadrat einfach schubsen. City blocken einfach so. Aber wie sie laufen, sieht so scheiße aus. Aber das hat, also eigentlich hätte es so viel Potenzial. Immer springt der Falsche hoch. Vielleicht muss ich dann doch manuell, guck mal, ich spring zum Block. Aber da springt der außen und nicht der wieder. Vielleicht muss ich doch einen einzelnen Spieler anwählen. Hier, Lasse Andersen. Was macht er denn? Weil ich kann mit L1 halt auch durchschalten, oder nicht? Ich geh ruf mit Quadrat. Schubs ihn einfach. Jawohl. Auf die Fresse. Quadrat ist dein Freund, nicht Dreieck. Jawohl. Also, und jetzt L1 am Kreis. Guck mal, zack. Ah, jetzt ist wieder weg, L1. Der stellt sich nicht richtig weg. Du kommst nicht zum Sprungwurf, weil sie dich echt schubsen. Und bei 17 kostet 2,99. So torreich. Yeah. 40? Nee, 40 ist wirklich so teuer, Timo. Mach's nicht. Also 20 war okay. Deswegen musste ich mich schnell entscheiden. Ich hätte es so gern fürs Regal gehabt. Aber vielleicht mache ich Folgendes. Wenn es mal im Sale ist, als Boxed-Version. Ich weiß immer nicht, wie man da in dem Tempo noch den Ball lenken soll. Ich bin froh, wenn ich ihn aufs Tor kriege. Der war auch mal abgefälscht. Und dann habe ich die Hülle fürs Regal und schicke dir die CD. Jetzt war der Block richtig. Und jetzt geht er trotzdem rein. Das war Fuß, das springt bei dem schwarzen Punkt. Da, wo der Fuß ist, macht die Aktion. Da, wo der Punkt mit L ist? Ach so. Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, ich muss echt noch ein bisschen. Oh, 3-6. Verloren. Guck mal, aber das ist hier nicht schlecht. Wir kriegen jetzt also diese Münzen immerhin 418. Also kannst du alle 10 Spiele so ein fettes Booster-Pack da holen. Und dann gibt es noch XP. Du levelst halt als Spieler da hoch. Wir sind jetzt
15.000 XP-Punkte. Nicht so schlecht, oder? Also muss er nochmal machen. Ich muss jetzt sehen, der. Es springt bei dem, der schwarze Punkt ist. Heute auch aus Chris. Danke fürs Helfen und Zuschauen. Ja. Kann man da taktisch anweisen? Die Außen stehen ja viel zu weit im Feld. Oh, ich bin echt voll scharf drauf. Fuck. Quatsch jetzt, oder? Ja, Lausi, das ist Handball 21. Für dieses Spiel haben sie sich 4 Jahre lang Zeit gelassen und sich eng mit der Community und echten Handballspielern auseinandergesetzt, um das ultimative Spielerlebnis herzustellen. Ja, ich bin in Führung. Ein bisschen lucky, aber wir müssen jetzt das ganze Spiel über in Führung bleiben. Aber wahrscheinlich. Aber ja, das schwarze L ist aber. Ach shit. Jetzt ist die Trophäe schon hin, oder? Weil bei Unentschieden ist ja nicht Führung. Also das L, damit lenke ich mit dem linken Stick, kannst du immer in Pfeilrichtung die ganze Abwehr verschieben. Aber irgendwie muss man den Spieler auch anwählen können. Gibt's doch nicht. Nein, ich hab's mal von außen versucht. Ich habe echt voll Bock. Komm, lass online spielen. Kann man eigentlich. Wisst ihr, das L kann man nur links und rechts verschieben, aber. Das, früher musstest du immer einen einzelnen abwählen. Das muss aber auch gehen. L3. Punktwurf, Spielzüge, Spielzüge. Ah, hier, guck mal hier, Spielzüge. Dann kannst du genau sagen, okay, Laufweg. Irgendwie und dann die kann man. Jetzt spiel doch mal über Kopf an Kreis, wenn die auf dich rausgehen, aber das macht er halt nicht. Der Kreis setzt sich auch nicht ab, so richtig schlau. Und immer wenn ich L1 drücken will, springt es am Kreis, springt es um auf X. Und siehst du? Und jetzt wollte ich, jetzt wird er immer voll so weggeschubst. Jetzt kriege ich Zeitspiel. Und das ist überhaupt nicht mein Sport. Ja, ich weiß auch nicht. Von damals hier landet da als so 12-Jähriger und seitdem weiß ich nicht. Irgendwie immer dabei geblieben. Mit längeren Pause. Du musst theoretisch mit dem L-Stick immer den Ball verfolgen. Bringst du. Ja. Aber. Du kannst dann auch. Oh. Innerluft. Ja, wahrscheinlich muss ich in diesen Slow-Modus kommen. Ja. Und dann kannst du wahrscheinlich nochmal mit dem Stick den Wurf lenken oder vielleicht sogar dosieren. Schade, hat er gehalten. Ist aber der Spieler auf der Höhe des Elses, macht die Aktion. Ach so, also, oh, da musst du aber echt aufpassen. Und dann nehme ich kurz vorher, erscheint über dem Spieler auch noch die Taste, 3 Quadrat und so. Naja gut, weil jetzt mit, wie bei FIFA, mit L1 hin und her, das würdest du wahrscheinlich in dem Tempo ja nicht schaffen. Wrestling? Nee, Wrestling ist wieder bei mir gar nicht so mein Ding. Es sieht schon schlecht aus, aber auch als würde es Spaß machen. Ja, sieht richtig schlecht aus, aber könnte Laune machen. FIFA ist auch tierisch schlecht. Wieder 2-3. Skript. Aber es ist erst Halbzeit. Vorhin war es zum Ende. Ah, oder nee, war auch Halbzeit. Stimmt. Also kein Lerneffekt bisher. Stimmt. Aber der L ist, der macht die Aktion. Jetzt habe ich ihn geschubst, genau. Oh nein, der Kreis komplett frei. Oh, wie schlecht. Und danach gehen wir shoppen, Timo. Pack Opening kommt danach. Ich renne einfach hoch, mach Sprungwurf. Zack. Einfachste. Keine Ahnung, wieso er getroffen hat, aber. Oh, die Animation. Oh, so schlecht. Ja. Ich würde so gerne den Kreis anspielen, echt. Aber ich krieg's nicht hin.
Vor allen Dingen, es gab noch nicht einen Freistoß, oder? Freiwurf. Oh, komisch. Ach doch, jetzt haben wir gegen uns. Da steht halt immer nur Aufprallwurf. Kreisläufer wollen wir jetzt mal nicht aus dem Rückraum werfen lassen. So. Ah. Also L2 gedrückt halten. Dann ist besser. Und hier immer Angriff provozieren. Nee, drei. Stoßen. X. Oh, jetzt. Ich habe die neue Taste entdeckt. Okay. Stoßen X. Gibt gleich 7 Meter. Ich glaube, wenn ich eine halte, gibt es eine Trophäe. Scheiße. Gibt es da Ikonen? Weiß nicht. Push dich. Ich glaube nicht. Ich schieße mal zu hoch. Ey, es geht so schnell. Haben wir noch... Ach nee, war es gelbe Karte. Exzessiver Kontaktstrafe. Gelb. Nee, jetzt ist aber einer runter. Jetzt sind wir nur 5. Also stoßen ist, glaube ich, nicht so auf Dauer, aber man... Und Bodenpass und Überkopfpass. L1, R1. Sie machen einfach... Da war der Bodenpass und gleich Fehlpass. Stoßen. Schieben, 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 schieben. Abwehr schieben. Mist. Ja! Keeper. Paulen habe ich jetzt raus. Ja! Daniel, Grüße in die Schweiz. Da ist er wieder. Was macht jetzt Backopening? Ja, das müssen wir dann unbedingt klippen, das Backopening. Für YouTube. Man kann einfach... Müsste auch mal einen Stimmenwurf machen. So einfach mit... Dreieck, schade. Er wird halt geblockt. Ist klar. Boom. Boom. Schubsen. Schubsen. Interception möchte ich auch mal. Ja, aber wenn dir wirklich. Wenn dir jetzt mal das Gameplay und die Grafik anguckst und dann denkst du an NBA. Oder? Lassen sie wieder reinlassen. Gibt auch eine Trophäe. Beenden Match. Auch deutsch gut. Ah, guck mal, jetzt haben wir schon hier Abschluss. Wieso haben wir denn jetzt 1500 bekommen? Für ein verlorenes Match mit Amateurschwierigkeit haben wir Abschluss SP 1580 Points. Vorhin haben wir 400 bekommen. Was geht das? Was? Ja, logisch. Welten. Ja, es ist halt... Oh, guck mal. Booster Pack Standard Boni geschenkt bekommen. Pack. Pack. Ja, ja. Vor allen Dingen ist, guck mal, überleg mal, wie lange kein Tennisspiel rausgekommen ist, weil es einfach auch keine Käufer mehr fanden. Tennis war komplett out und dann überleg mal, wie klein die Zielgruppe ist für Handballspiele, oder? Das ist halt ja nochmal komplett anders. Oh, Pack? Null. Handballstream. Könnte man sogar der einzige Handballstream auf Twitch sein, glaube ich, oder? Ich habe noch nie danach gesucht. So, jetzt gehen wir mal in den MyTeam-Modus. Nee. Verwalten. Eigene Karten. Wo ist denn das Pack? Wo ging denn das? Ist aber irgendwo anders, oder? Anpassen mag nicht. Eigene Sammlung war das, ne? Neu. Blinkt, da blinkt neu. Eigene Booster Packs, da blinkt jetzt ein Ausrufezeichen. Da ist es. Da ist es gelandet. Eigene Sammlung. Ja, was für eine Sammlung. Wir machen es mal auf. Oh. Episch.
Aber wo sind die jetzt hin? Scheiße. Wo sind die jetzt hin, die Packs? Da waren irgendwelche komischen Sachen, standen da drauf. Sie sind verschwunden. Hier habe ich meine ganzen Spieler, oder? Und da oben steht der... Ich kann halt nur verkaufen. Ich kann jetzt hier den Mikkelsen 57, Verkaufswert 100. Bringt jetzt nicht so viel, oder? Kostet 22 Euro für Steam. Ja, das habe ich auch bezahlt. Aber für Steam, ach so, für den PC. PC ist ja doof, gibt keine Trophies. Und dann können wir nicht zusammenspielen. Pick Armation besser als FIFA. 100%. Kannst da nichts anwenden. Ja, ich suche die gerade. Müssen wir gleich einen Spieler gerade um den verkaufen. Ich komme immer in das rechte Menü. Wieso komme ich denn da nicht hin? Ah, drei drücken. Herausforderung dabei, um zu gewinnen. SP plus 20%. Da kann man durchklicken. Spieler, Herausforderung. Statistik. Wie komme ich in das linke Menü? Kann noch dreimal verwendet werden. Achso, hier haben wir Bonuskarten, Tempo. Alle Positionen plus 6% Tempo. Achso, verschmälert aber deine XP und deine... Aha. Okay. Also, aber warum sind auf den Booster-Packs jetzt Teamwappen? Und wir haben jetzt viel mehr als vorhin. Oh, die sind aber richtig teuer. Vielleicht, weil wir ein Level gestiegen sind. 13.000 epische Boni. Timo, Ikonen. Epische Boni, aber Boni. Boni sind ja keine Spieler. Und da steht halt immer Verstärkerpakete. Ja, bloß aber wenn ich Spieler verkaufen kann, muss ich doch... Ey, guck mal, wie teuer die werden. Epische, da! Epische Spieler, da ist es, rechts oben. 30.000 Münzen. Oh. Ikonen, Ikonen. Timo ist hyped. Und die Crossplay, wahrscheinlich. Booster Pack 79, da ist PSG Booster Pack 78.000, aber Kiel einfach mal 100 Münzen mehr. Okay, aber Booster Pack, ich weiß nicht, aber wenn die, da müssten noch Spieler drin sein. Einfach eins kaufen, aber die können wir uns ja nicht leisten. Ifinius, wir haben 6,5 nicht mal. Oder war da schon irgendein Club? Doch. Wir können jetzt mal ein Booster-Pack. Das billigste ist bei 3,4 von Nyborg. Sind die auch Dänemark? Weil da haben wir noch 3.000 übrig. Überragendes Vielfalt-Paket. Komm, wir machen jetzt mal ein Booster-Pack auf. Weder sind keine Spieler drin. Oh, wir hätten Nose-Pick machen. Ach so. Ja, nein. So rum. Hä? Ach doch, er hat es schon abgezogen. Wo ist es jetzt? Ach, bei den eigenen Packs, logisch, okay. Also, öffnen. Nyborg. Timo, Dänemark. Boah, Feuerwerk. Oh, 4 Spieler aus Dänemark. Zack und weg. Ey, wo sind... Achso, bei eigenen Karten. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Man kann sich gar nicht... Aber jetzt sieht man sie hier. Nee, sieht man nicht. Wo sind sie jetzt hin in Ruhe? Das ist ein bisschen doof, oder? Sind hier gleich im Verein drin. Okay, heißt also, wenn du irgendwann 80.000 Münzen erspielt hast, kannst du halt einfach Booster Pack PSG holen. Aber von Chemie oder so ist hier, glaube ich, nichts zu sehen. Also kannst du ja dann... Herausforderungen.
Nimm eine Reihe von Herausforderungen teil, wenn du spielst, um hochwertige Belohnungen zu bekommen. Diese Herausforderungen zahlen eine Internetverbindung voraus. Außerdem werden die von Zeit zu Zeit. Es gibt derzeit keine Herausforderungen. Versuche es später noch einmal. Okay. Steuerung muss man vielleicht echt sich nochmal in Ruhe reinziehen. Weil ich will schon noch ein paar Trophäen holen, weil es. Muss man mal gucken. Hier, zwei habe ich ja schon. Ach, einfach diese Queransicht ist halt so doof. Lidl League gewinnen, Liquimolli gewinnen, also jede Liga einmal gewinnen. Dein Personal im Solo-Modus vollständig aufwerten. Ein Match mit 20 Punkten Vorführung gewinnen und so. Ein Match nach 10 Punkten Rückstand noch gewinnen. Einem Spinshot, einen 7 Meter aufhalten, da ist es. Ein komplettes Match lang in Führung bleiben. Ein episches Booster-Pack öffnen. Silbertrophäe. Eine Liga aufsteigen im Solo-Modus. Eine Elite-Liga erreichen. Ein Tor mit einem Standardspielzug gewinnen. Ein Spieler im Solo-Modus kaufen. Ein Spieler im Solo-Modus kaufen. Also, alle weg, so wie bei FIFA. Ein Spieler im Solo-Modus kommen. Dein erstes Match beenden. Achso, die haben wir schon. Es sieht halt, also ich komme mit dem neuen Trophäenmenü, ich komme da noch nicht so klar. Ich finde, das haben sie verschlimmbessert. Leider. Also eigentlich muss man alle Ligen spielen. Dann geht man auf Liga neu und sagt, okay, willkommen im Liga-Modus. Ich spiele jetzt halt mit den Füchsen und dann 38 Matches. Halleluja. Okay, aber komplette schöne Liga, alle Teams am Start. 38 Matches, Hin- und Rückrunde. Ja, bloß dann ist doch doof. Guck mal, wenn die anderen jetzt hier 26 die Ergebnisse an und wenn wir dann auf... Achso, man kann auch simulieren gehen. Weil wenn wir jetzt dann auch nur mit 2, 3 oder 4, 5 immer spielen, dann ist ja im Torverhältnis irgendwie kacke. Ich simuliere mal eins. Gegen Minden werden wir ja wohl schaffen. Oh, Simulation. Dum, 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 dum. Das ist ja geil, dann kann man ja mal speichern, durchsimulieren und dann kriegen wir die Trophäen für alle Ligen. Match 2, HSG Wetzlar. Simulieren. Boah, Jesus. Nochmal Ende. Ende ist 22. Flensburg gegen Füchse. Ah, erstmal Tabelle checken. Jo. Also Menü, also das sieht fast besser aus als Pro Evolution zumindest. 2 Spiele, 2 Siege. Podium. Pool. Simulieren. Oh oh. Nee, oder? Oh. Verkackt. Sanjok, danke fürs Follow. Ein Follow bei Handball. Sehr geil. Jetzt wieder gegen frisch auf. 37, 26. Oh, oh, unentschieden. Gegen die Eulen. Ja. Naja, gut. Kann man mal durchsimulieren. Simulieren. Kann man natürlich. Kann man, achso, kann man speichern? Und schummeln? Hier kein Speichermenü. Was ist denn, wenn wir zurückmachen? Kommt nichts. Fortsetzen. Ugh. Also speichern und dann spielen geht scheinbar nicht. Haben sie... Oh, ja. Also kannst du nicht bescheißen. Ist natürlich doof. Also ich würde halt auch statt simulieren schon lieber spielen irgendwie. Aber noch bin ich zu doof.
speichert automatisch. Ja. Nicht so nice eigentlich. Oh, gegen Kiel gibt auf die Fresse. Oh nee, Punkt geholt. Easy. Timo ist weg, der ist schon am Installieren. Ey, aber hol dir das doch jetzt nicht für den PC. Amazon gibt's jetzt noch nicht, wa? War ja ewig gar nicht verfügbar. Ich hatte es vor Urzeiten schon mal vorbestellt, dann stand irgendwann nicht mehr lieferbar. Ja, ist immer noch. Gibt's einfach nicht. Gab es eine Zeit lang für die Xbox? Erhältlich bei diesen Anbietern, ne? Irgendwelche Drittanbieter, irgendwelche Dubiosen. Für 60 Euro, na Halleluja. Mal Teammanagement. Das ist das gleiche wie jetzt im Solospiel. Verlieren oft Zeit, also scheinen nicht mehr komplett zu regenerieren zwischen den Spielen. Musste also tatsächlich auch mal ein bisschen öfter auswechseln. Spielerkarte umdrehen. Taktik gesetzt. Guck mal, du kannst auch Taktiken für die Spieler. Hier hast du die ganzen Werte. Details umschalten. Sortieren. Aber für Simulieren gibt es keine Punkte halt. Sind Zuschauer stabil. Patrick. Twitch ist da auch rund um die Uhr was los. Muss nochmal hier im MS-Store gucken. Ja, digital schon eher. Aber ich hab's ja halt zum Schnapperpreis. Den gab's, glaube ich, bis 20. Januar oder so war das irgendwie. Aber es ist halt einfach schon übel. Obwohl, wenn man nur den Karrieremodus spielt und so Manager-Modus, dann geht's vielleicht. Ohne Gameplay. Mach mal ein Spiel, Tom, will dich gewinnen sehen. Dann guck oben, wenn du das kommen willst. Und guck oben, wenn du das kommen willst. Bei Mediamarkt gibt es für 30, Xbox und PS4. Ach echt? Ach, im Online-Store? Okay. Kaufen habe ich Hülle und schick dir CD. Willst du mich gewinnen sehen? Ey, da muss ich echt scheinbar mich ein bisschen mit beschäftigen, weil ich mache irgendwie zu viel falsch. Ich werde... Ui, cool. Noch gedreht. So, wie sieht die Tabelle aus? Füchse. Sechster nur. Zwei verloren, zwei unentschieden. Naja. Na gut, machen wir noch eins. Zum Lachen. Obwohl, kann ich denn im Mighty-Modus auch spielen? Anpassen, verwalten. Was mache ich denn jetzt hier? Eigene Karten? Ist mir noch nicht ganz klar. Vergleichen, filtern, verkaufen, dem Team hinzufügen. Dem Team hinzufügen? Ne, im Team sind ja genug. Weißt du? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt hier noch mache in meinem Team-Modus. Anpassen? Und verwalten. Mir fehlt irgendwo so dieses jetzt starte. In diesem Modus kannst du ein Team in Farben deiner Wahl zusammenstellen. Du kannst dieses Team in Solo- und Online-Spielen einsetzen. Hä? 30 Euro für Hülle, guter Deal. Stimmt eigentlich. Damit online zocken kannst. Ach so. Aber... Und was ist der Unterschied zum Solo-Modus? In diesem Modus managst du ein Team um seine Spezialisierung.
Kümmere dich um deine Finanzen, indem du Spieler verpflichtest, Freundschaftsspiele bestellst. Geht es also nur Karriere? Online-Spiel. Du glaubst nicht, dass irgendjemand dieses Spiel online spielt. Damit du mit deinen Lieblingsspielen in deinem Team. Suche nach einem Gegner. Also ich gebe euch genau 5 Minuten für den Gegnersuche. Es gibt nicht mal eine Trophäe für Bestreite ein Online-Spiel. Es kann niemanden geben, der das um diese Uhrzeit oder überhaupt online spielt. Kann ich mir nicht vorstellen. Achso, ihr seht es nicht. Guck mal, da unten läuft es. Links unten, man beachte den blauen Balken. Warten auf Gegenseite. Oh. Eben stand Spielersuche, jetzt steht da Warten auf Gegenseite. Nee, oder? Muss ich jetzt Bestätigen drücken? Nee, suche nach einem Gegner. Bestätigen? Es ist verschwunden, jetzt sucht er neu. Ups, naja. Warten auf Gegenseite. Oh nee, ey. Ich will nicht, dass der jemanden findet. Ja, das ist tatsächlich das Online-Spielen, aber... Solo-Modus. IT-Modus. Aber ich kann jetzt scheinbar keinen irgendwie Freund einladen, oder? Dass ich sage, ich will... Herausforderung gibt es noch nicht. Wo ist denn der Unterschied zu eigener Sammlung und My Team? Das ist schon ein bisschen schwierig alles. Richtig. Kommt niemand. Da kommt niemand. Ah, was ist denn das? Wärmung. Mal probieren, dass das geht, weil das ist. Sein Vollstream. Okay. Guck, da, er sucht immer noch. Gut, gibt's also niemanden, war eigentlich klar. Booster Packs, Packs kaufen. Bloß dann mache ich mein Team und push das Team mit Booster Packs und gehe dann in ein Online-Spiel? Wie bei FIFA hier warten und warten. Ach, Solo ist Karriere. Und in mein Team mache ich halt ein Team für Solo und Online-Spiel. Moment, Solo ist doch aber auch Karriere. Also es ist schon. War offline, aber ja. Oder offline. Hä? Wie ist denn die schlechteste Liga eigentlich? Ich nehme nochmal zweite Liga hier. ASG Konstanz. Anwurf. Ist er weg? Was ist Michael? Jetzt ist er weg. Was für ein Mickel? Warten auf Gegenseite. Steht jetzt auch da. Steht immer noch Warten auf Gegenseite. Ach so, vielleicht kann man während der Online-Suche offline spielen. Im Angriff steuerst du den ballführenden Spieler. Okay. Scheiße. Sieh, was ich kann. L2 und Kreis. Jetzt einfach immer X. L in die Richtung und dann X, X, X. Schubs ihn. Ah, oh, yes. Dürfen nicht in Führung gehen.
Ey, der Keeper hält alles. Shit. Profil gleich wieder verkackt. Jetzt trifft er. Stimmt. Na, geh doch ruf da. Oh, Goalie. Weizer Liga, gar schlecht. Kamera ist Schrott. Das ist alles Schrott in dem Spiel. Guck mal, da ist dieser rote Balken. Jetzt springt er nicht mehr hier. Einfach mal zum Tor, nicht da. Nee. Wenn ihr das, wenn ihr es fühlen könntet. Dreh dich doch und wirf aufs Tor. Der Kreis macht einfach nichts. Ist so. Ja, Führung! Oh, jetzt bitte kein Gegentor. Wir brauchen. Ey, du siehst den Ball noch. Nein. Oh nein, ich habe was versehen. Erste Mal, dass wir den Ball abgefangen haben. Und vor Schreck warf ich ihn einfach weg. Nein. Warum zeigt er immer gelbe Karte und gibt 2 Minuten? Nein. Jetzt halten wir einfach. Wie halte ich? Warte, wie halte ich? Steht oben links was. Zeig's nicht an. Da, Parade. Quadrat. Oh nein. Wo ist der? Nein. Scheiße. Profil wieder im Arsch. Och nein. Einfach Fehlpass. Ja, das Schlimmste ist zu gucken, wo der Ball gerade ist. Kannst du echt kaum erkennen. Ist alles so bunt. Hätte nicht vorhin machen können. Shit. Einfach. Aber die kriegt man noch hin. Nee. Was war mit dem Torwart jetzt? Vielleicht steuere ich den dann doch irgendwie. Ja, einfach jetzt hier hoch, komplett lost. Wird sich hier einfach zur Ecke. Hast du frei heute? Nee. Ich schlafe immer lange. Springt der hoch. Hier ist hoch. Ah, da kannst du da auf dem Boden hin. Ist die Spielzug angezeigt. Au, oh, shit. Das muss man nochmal üben. Das Spiel ist ja mal Schrott. Ja, sagen wir doch die ganze Zeit. Soll ja auch eine Abschreckung sein, dass ihr euch das nicht kauft. Aber es ist halt einfach schade, dass sie es nicht hinbekommen haben in 4 Jahren. Aber, wirf doch einfach. Wirf. Jetzt gibt's nicht. Ich hämmer auf die Quadrattaste. Dann völlig frei. Tischtennis, ja. Rockstar Table Tennis. Das habe ich damals auch im Keller, weiß ich noch. Online, die Double, da hatte ich den Fernseher im Keller. Und richtig online gespielt auch. Wurf! Wurf nicht! Nein! Der geht wohl rein. Lull. Du meinst, die waren auf der Platte gut zu lesen. Das stimmt. Oh Mann. Oh, Goalie. Random, irgendwie gefühlt, ob du da jetzt triffst oder nicht. Also eigentlich auch wie bei FIFA. Madden. Ja,
Namen blicke ich halt auch immer nicht durch. Also NBA hätte ich halt schon irgendwie Lust gehabt. Weil wenn du es so siehst hier und dann auch, Mensch, das mal schön mit dem Ball wenigstens so ein bisschen dribbeln, passen, funkelndes Parkett und so. Ey. Vielleicht soll ich nicht Quadrat. Man kann doch auch einfach mal einen Kreis anspielen und dann einfach mal Dreieck machen vielleicht. Siehst du, er kommt nicht zum Wurf. Jetzt war ein... Oh, das war ein Anspiel. Oh, dann spielst du da. Nee. Guck mal, warum stellt sich da nie eine Mauer hin? Oh mein Gott. NBA, 2K, Honey. Lieber NHL.